Guten Morgen, heute sind wir mal schon unterwegs und zwar nach Beverly Hills. Wir wollen heute mal zum The Grove und zum Farmers Market und so weiter und mal schauen, was es da gibt. Wahrscheinlich wieder ganz viel Shopping. Und ja, heute habe ich euch mal nicht das Frühstück gefilmt, weil heute gab es auch nichts Tolles und es war wieder das normale Hotelfrühstück. So, wir sind jetzt bei The Grove, wie man auch hier lesen kann. Ja, und hier sieht es echt schön aus, muss ich sagen. Das ist irgendwie so ein gehobeneres Center hier, würde ich sagen. Alles so richtig schön mit Marmor. Erstmal da rein. Wohin? Geradeaus, Schatz. Schau's dir an. Oh, das hier sind ja meine Traumschuhe, die Valentinos, diese studded Dinger, die finde ich so geil. Nur leider nicht hier diese Farben, die finde ich jetzt nicht so schön. Aber generell diese Art, die finde ich richtig schön. Die kosten einfach $1000. Oh Mann, voll schade. So eine kleine Rebecca Minkoff Tasche würde mir auch sehr gut gefallen. Aber allein so eine kleine kostet schon $200. Das ist echt viel. Die sind hier nämlich viel günstiger. Bei uns kostet ja ein Lippenstift 19 Euro und der hat jetzt $17,44 mit Tax bezahlt, gekostet, nicht bezahlt. Das heißt, keine Ahnung, wie viel Euro, 16 oder so? Also viel günstiger. Wir sind jetzt hier beim Farmers Market und hier sind so ganz viele kleine Läden, ganz eng aneinander. Hier sitzen auch ganz viele Leute. Ich hole jetzt meine neue Tasche ab. Ich habe nämlich eine Tasche gekauft für Michael Kors und die werdet ihr aber erst in meinem America Haul sehen, den ich machen werde, wenn ich wieder zurück bin. Und ja, die ist auf jeden Fall richtig schön und die ist echt günstig hier, denn die kostet bei uns viel mehr. Und ich freue mich sehr. Und ich hoffe, die haben sie jetzt da. Die wurde nämlich jetzt gerade extra nochmal geholt, weil die hatten nur noch zwei auf Lager und die hatten so ein paar Kratzer. Und das wollte ich nicht. So, wir sind jetzt gerade nochmal in der Cheesecake Factory essen, hier oben über dem The Grove Center gedöhnt. Und ich habe mir heute mal Nudeln geholt. Zwar sind das so Nudeln mit Gemüse drin. Und David hat eine Pizza und einen Caesar Salad. Kleiner Salat. Kleiner Salat, das ist ja eine ganze Portion. Auf jeden Fall ist das richtig schön, hier gerade zu sitzen, finde ich. Hier sieht man einfach runter auf die Läden und da ist der Michael Kors. Ja. Jetzt werden wir erstmal essen. Nach unserem Mittagessen sind wir jetzt doch noch zum Santa Monica Pier gefahren, weil wir nicht wussten, was wir sonst machen sollen. Und letztes Mal war ja hier alles gesperrt, weil ein privates Event ist. Aber heute scheint es offen zu sein, aber heute ist auch geiles Wetter und deswegen auch sehr, sehr, sehr voll. Aber ich möchte mir jetzt hier irgendwas Leckeres, Süßes zu essen kaufen. Oh, Zuckerwatte! Geil! Hey, heute hat mal dieser Pacific Park offen mit den ganzen Achterbahnen und so. Right there.
komm. Und waren jetzt aber kurz nochmal bei Target, weil wir neues Wasser und so gebraucht haben. Und schaut mal, was ich auch gefunden habe. Kleine Red Velvet Cupcakes. Oh, wie lecker. Die muss ich jetzt natürlich alle noch essen in den 3 Tagen, die wir jetzt noch hier sind. Aber ich denke mal, das dürfte kein Problem sein. Sind die nicht süß? Ich werde jetzt erstmal direkt einen essen. Hi, so, wir sind jetzt wieder im Hotel. Wir haben jetzt nicht mehr viel gemacht. Wie gesagt, wir waren im Target, haben da dann uns noch was zu trinken und zu essen geholt. Und das haben wir dann einfach hier am Hotelzimmer gegessen. Und jetzt bin ich dabei, hier am Laptop habe ich gerade ein paar Videos gesehen und werde jetzt auch Videos schneiden. Genau. Und das werde ich dann auch hochladen, den Vlog. Und das wäre es dann auch schon. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen wieder. Morgen geht es dann Richtung Las Vegas. Sind wir auch schon sehr gespannt darauf, wie es da wird. Und dann nehme ich euch natürlich wieder mit. Und ich würde sagen, gute Nacht für uns, wann auch immer für euch. Und bis morgen. Tschüss.